Ja, der Bovinwagen, wir bezahlen 10 Euro. Auto und Stau in der Schule. Zu Restzeiten waren dort die 20 Scheine, die 20 genauso wie die 5er Grün, ja? Ja. Und ich habe für 20 Markschein für meinen Kollegen drauf geschrieben, alles Gute zum Geburtstag deiner Oma. Der hat bezahlt. Da war noch eine alte Frau, die hat vorgelassen und dann war ich dran. Und ich habe jetzt 5 Mark bezahlt. Und da habe ich ihn damals gerade gestritten. Und der kam verschärft, was ist denn los? So, hier, ich habe für das Häppchen noch 20 Mark bezahlt und kriege weniger 5 Euro raus. Wieso das? Nee, ich habe 5 Mark, die habe ich gerade reingekommen. Ja, das sind 20 Mark. Ich habe meine Oma eingesteht, aber es ruft. Kein Haus machen, sagt er. Und die sind 20 Mark sein, alles gut zum. Die kann ich ja heute nicht mehr. Und geben Sie das Geld raus. Die Tochter sortieren. Wollte ich eigentlich auch nicht so. Ich habe das bloß in einem Film gesehen. Oder? Okay. Ich wünsche mir Geburtstag deiner Oma und dann. Aber von alle meiste sein Leben. Du hast doch einen Beweis. Natürlich darfst du nicht 5-6 Mann, wenn sie so da rausgibt. Ja. Ein Schwehe vor dir, wenn der kann auch ein Kumpel sein, der trallt ab oder was weiß ich. Vorher. Und hey, ich habe dir 20 Schnee, da steht zwar noch drauf, eine Widmung. Und ist da, mein Geburtstag, aber kannst du drauf bitteln. Da kannst du streiten bis zum letzten. Guck auf den Schein drauf. Hm? Ja, beweisen kannst du es ja nicht vermindern. Nee, nee, nee. Der andere ist ja weg, der bezeugt. Da war schon draußen, als du wolltest. Gefeigst. Filme nicht machen. Ja, okay. Ich habe doch keine Ahnung, nur feststellen. Ja. Du meinst, du hast gearbeitet. Ich Finger. Ach, das mal, hast du ja gesagt. Ich selbstständig im Westen. Nein, nee, in der Industrie, in der Industriebetrieb. Und da bin ich nach. Und da bin ich nach. Und da bin ich nach Buna. Hoch als Sattler. Kraftfahrer und Kauffahrer sind ja. Das ist cool. Berufskraftfahrer, yeah! Ich liebe auch Autofahren, ich liebe es. Ich weiß nur, das schützt alles den Fällen. Ich sag mal, das ist ja 40, wenn wir zusammen steigen. Alleine im Auto. Kenn ich auch einen schönen Witz. Ich hab's schon probiert. Schickt. Von Frankfurt nach Leipzig, ich bin hier. Schickt der Vater seine 16-jährige Tochter zur Disco. Mit einem Jahr vorher mit dem E-Bike. MAN oder was habt ihr gefahren? W50 oder Robur? Nee, das war alles Nachtwende. Ach, Nachtwende. Ich habe Kollegen gehabt, bis 2011. Die haben sich bereit erklärt für unseren Betrieb, weil der W50 kaputt war. Sind die mit der Tumper? Haben die einen Tumper ganz gemacht? Ach, und haben groß. Mit den großen Ballonreifen. Ballonreifen, ein Tumper, da hat ein schräges Haus und hat hinten bloß eine Kipplore dran. So Baufahrzeug. In der blaues Bildschirm kommen. Sind die bis an die Hochschule gefahren und haben den großen Motorlänger hier gebracht. Der Tumper fährt doch bloß 80. Oh, Tumper, ich liebe den Tumper. Ja, Firma Lied, ich bin doch Tumperfahrer. Den Tumper nur in der Größe. Ja. Was bleibt das? Ja, wir können es alles hinstellen. Ich fahre dir alles. Ich weiß, das ist Ossi, ist Bobbycar, der Tumper. Ich kenne es ja nicht, Uli. Der Tumper. Die Pflegekante verfahren die immer. Das ist eigentlich so ein Unterschied zwischen der Kondom und der Trabi. Nichts gehen, Behinderten alle Bild im Verkehr. Genau, das ist ein Verkehr. Das ist auch nicht schlecht, ja, mit Gold habe ich gehört. Gold habe ich, wenn der Tropf frisst, kommt zum Beten nicht los. Ich habe dich schon drauf kommt, ja. Steht dann hier. Wieso? Also, wenn du schon bestellt hast, und dann musst du dann aber auch nehmen. Da war auch mal welcher. Ja, mach weg. Warum? So. Bin ich so fotogen, habe ich mir festgestellt. Ne? Wolltest du den Elefant hier unterhalten? Mit der Elefant tappelt rum, weil du musst. Die Kamera noch selber. Das sieht aus wie auf dem Frosch. Oh, da kommt der Augen raus. Da guckst du, wa? Bei Christian ein bisschen dumm wäre. Ja. Ich sehe es ja. Ja, fünf Klamotten, wir sind ja auch hier noch drauf. Von hoch zwei mit dem Dings. Erzählt Hans-Jörg. Da fahren auch zwei mit dem Motorrad auf der Autobahn, die hatten schon gehört, ja, du kennst ja. Den schon. Nee. Ja, und da fahren eben zwei mit dem Motorrad zu einer Hochzeit irgendwo hin oder zu einer Beerdigung und müssen 400 Kilometer fahren, jedenfalls fahren sie so 80, 100 Sachen und der Hintermann, fahr ran, ich halte es nicht aus, der Fahrtwind, mein Hals ist total am Ende. So, da gibt es nichts anderes, kriegst du noch meinen Schal. Da fahren sie wieder, hat er hinten getroffen, zwei, weil der höher sitzt, so eine mit Offset, fahren sie wieder so 110, 120 und jedenfalls wird er voran, ich halte ihn. Ja, wir haben nur, jetzt hast du schon zwei Schals und so, mehr kann ich das nicht geben. Ja. Und dann sagt halt der Vordermann, naja, das müssen wir so machen. Was ist denn los? Das siehst du eben deine Jacke. Ich muss doch jetzt einen Lockern bekommen.
vorne. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen schneller fahren. Ja, wir haben ja den Termin, den wir einhalten müssen. Und jedenfalls fahren Sie nachher 120, 140, ja. 180, 220. Und der köpft drauf, super Idee, ich kann es noch schneller. Jedenfalls fahren Sie am Ende 340 km/h, übersehen das Stauende, raten mit voller Geschwindigkeit voll hinten rein in den LKW. Und dann kommt die Rettungssanitäter und sagen, also, sowas haben wir in unserem ganzen Leben noch nicht gehabt. Wir fahren mit 340 hinten auf den LKW und alle Bäder haben ohne die kleinste Schramme überlebt. Auch der Beifahrer. Aber als wir den Kopf wieder nach vorne gedreht haben, dann ist er uns förmlich unter den Haaren, unter den Händen weggestorben. Ja, mit den Jacken. Ja, auf den Jacken verkehrt, Mann. Und den Kopf gedreht. Ja, weiter. Ja. Ja. Na, der sagt, ja, hat er noch nicht gekriegt. So. Ich habe meinen Meister schon eine Zehe gebrochen. Ich sollte als Lernig mal Fußball mitbringen und die alten Leute haben ein Loch hingeschnitten, dann haben das so Eisenklops hier gemacht und wir haben gemacht, als wir Fußball spielen, den Ball weg. Wir waren alle weg und der Meister kommt an und sammelt voll davor. Fumms, durch die Halle, Alter. Oh. Der hätte sich ja sonst was brechen können, auch nur der Cheer zum Glück. Ja. Und da mussten wir alle von Gardi. Und der alte Mann, der das angezettelt hat, hat uns aber in Schutz genommen. Immer auf der Lehrlinge, wenn ihr zu blöd zum Laufen seid. Man tritt ja nicht davor. Und du hast außerdem nur solche Sampa-Treter an, keine Arbeitsschuhe. Und seitdem mussten dann der Meister auch Arbeitsschuhe haben. Und der hat die ganze Arbeitsschuhe, Kittel. Hier kommt ja ein Sonntagsklamotten, wir sehen aus wie die Schweine, müssen quäkig bis zum Umfallen. Und hier kommt ja piekfein an, als wenn er. Und dann spielt er noch Fußball und. Oder hat die Gott. Der steckt alle unter einer Decke. Schiebt doch nicht alles auf den Lehrlinge, du hast doch davor getreten. Du wolltest doch Fußball spielen. Und dann habe ich den Meister auch geärgert. Die Meister meinen, dass sie mal was Besseres. Ja. Tun sagt er, nicht in der Kantine gehen, bevor es klingelt. Wir haben aber halb eins Mittag, der Schwein hat sich schon um 11 Uhr abgeseilt, das Schwein. Aufs Klo eine Stunde fast immer, haben wir das mal geguckt. Und da haben wir 2 Klos zugemacht, dass nur eins noch Mitte offen ist. Und dann haben wir oben das Rohr abgeschraubt vom Wassertank da oben. Und da haben Sitzen zugemacht, geknistert und auf wem hast du den Grillen hören? Oh, ihr Schweine! Anstatt rauszurennen aus der Hütte, da will da das Rohr dran fummeln und alles glitschen lassen. Anstatt aus der Hütte rausrennen, ne? Also die Türen gehen nach innen auf. Die Türen gehen nach innen auf? Die Klotüren, ja, meistens, wa? Kommt sie nicht raus? Oh, ihr Schweine. Aber mich haben sie auch schon verarscht. Ich sollte Milch holen und dann die mir Geld mit der Hand auf. Ist der Hand hier? Auch mal Frage. Ich jetzt nicht, ich hab keine Hand frei. Warte doch mal. Ich krieg Krampf in den Finger. Wow. Reitet auch noch ein Kamel durch die Wüste. Ja. Und jedenfalls schwitzt er und da sind eine Hitze und auf einmal sieht er da Radfahrer fahren. Und fährt schnell so 50, 80 km/h über die Düne hoch und runter und dann auf einmal hält er den an und sagt, was ist denn los? Bist total erfrischt. Und so. Richtig finster. Und. Naja, das ist doch ein Fahrtwind. Aber sind doch gerade hier und das. Dann der mit dem Kamel, gibt dem Kamel die Sporen, schlägt auf das Kamel ein, macht da los. 200 Meter später fällt er mit dem Kamel um, das Kamel war auf dem Fahrtwind. Ja. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem rumänischen Leh und einem US-Dollar? Ja, genau ein Dollar. Ja, genau ein Dollar. Aber ist nicht schwer. Ja, ist nicht schwer. Der Unterschied? Na, mit der polnischen Slotty. Ah, da ist der Schub da reingekommen. Na, müssen wir da fahren. Auch in Italien damals, wo die Lire noch waren. Ich wollte bloß mal ein paar Tempotaschentücher, eine Packung hier, 370 Lire. Ich sagte, ich höre nicht richtig, ich sage, das ist aber teuer, was? 20 Lire hätten auch hier reden. Hast du ausgemacht? Also, aber die Umrechnung sagt, war nicht teuer, aber ja, da tippt sich der Bus erstmal schreck. Und dann hast du in der Tschechei, eine D-Mark hier 27 Kronen. 27 Kronen, ja. Du holst du dir da, was ist denn? Eine Schlaffe, du bezahlst 54.
54 war wenig von der Schaukel hier. Nee, 85. 85, das hat man Schreck. Oh, 85 ist aber viel. Im Atemmeld waren sie viel. Ne? War schon mal in Dänemark, einen Tag Dänemark. Tja, von Dänemark, die Billion Dänemark. Am Strand. Dänemark, ja. Aber warum heißt das eigentlich, das schaltet immer zurück auf Heller und Pfennig? Ne? Heller, ich bin heller als Heller und Pfennig. Ja, aus welcher Region? Ja, so ein Spruch ist das. Ne? Mhm. Du kriegst ja auch die Talente. Ja, hello. Manchmal, meine Oma hat gesagt zu uns immer, du kriegst von mir keinen Zug mehr. Aber dann haben die in Frankreich bezahlt, den Zug. Zug? Zug, früher war das Zug. Jetzt hatten sie Frauen und jetzt sind sie. Wie diese Indianerstamm, die Zug, die Ochs ausgeschrieben. Ich habe noch von früher mal Kreuzer und so. In der Grundschule, ja. Ich habe aufgehört, da habe ich eine alte Münze von Anno Knips hier von 70 Jahren. Ja, das ist schon irgendwas. Oh, in der Schublade verklemmt. Das ist doch schon die Grundschule. Nee, ich habe eine schon über 40 Jahre auf München. Ach so, aber jetzt kannst du nicht mal so sammeln, weil du nicht mal so viel Geld hast, ja. Das ist ein teures Papier. Aber du kannst schon noch welche kaufen, aber das sind ja schon alle neumodisch. Aber früher, zur Ostzeit, dachte ich, wenn deine Münze mal hat, hier komm her, kriegst du 10. Ich habe gehört, von Zähne, die wegsterben, kommt einer danach hinterher, der neu sammelt. Heute wollten wir alle ein neues Handy. Auf Zähne, die wegsterben, kommt einer hinterher. Ja, fällt ins Bodenlos, hast 40.000 in deine Sammlung reingesteckt und kriegst du, wenn du. Das sind nicht viel raus. Mich haben immer beklaut zu den Jahrzeiten, die hatte über 10.000 Ostmark wert, habe ich mich so geärgert. Ich hatte mal 11.700 und ein paar zerquetschte Reichsmark. Ja. Da stand noch drauf Banknote. Hättest du noch ein Gold eintauschen können, aber nee, war in der Zigarrenschachtel im Schrank aufgehoben worden. Ich habe drüben 5 Peso-Schein von japanischen Krieg 1941. Mhm. Und da ist ein Stempel hinten drauf, amerikanisches Government. Alles verbrannt. Nee, Government. Government. Government, weißt du? Ja, das steht auch. Government. Ja. Government. Ganz Englisch. Na? Government. Weißt du, was heißt die Tunnel? Genau wie der Witzlippenblauer. Na, wenn den fragst, ja noch. Witzlippenblauer. Wenn ich jetzt den fragen muss, ich fragen. Do you have the fire for my smokepipe? For my smokepipe? For meine Raucherpfeife. When you go me on the nerve, I will put you into the gully and do the Deckel drauf. Das stand bei uns ausgedruckt. Ja, an der Deckel drauf. Vielleicht doch schön mit der englischen Kleiderschranktür. Der Engländer ist in der Parfümerie und holt sich alles. Was war die noch drauf? Bestellt sich Parfüm und alles. Und er fragt die kleine Verkäuferin, how much money? Die stammt etwas zu rechts. And you will never come back to the Tageslicht, fehlt noch. Und dann sagt die, 45, oh no, for my face. Eigentlich verstanden mit Zürich. Das Parfüm nur vor sich sich nicht vor der Pfeife, aber den auch. Facebook, ne? Wir sind ja auch im Glaubensbuch, ne? Ja. Facebook, ja. Mhm. Oh, Englisch Humor, ja? Ich glaube an die Kraft meiner Fans. Die hat sich runterfällt, könnte deine eigene sein. Ich hab Marc Schken. Klingen schon gar nicht. Ich will lieber klingen. Ich will lieber Marco über klingen. 110 Quadratmeter. Hast du auch schon 110? Was meinst du da? Hast du auch schon so wie ich? Aber ich zahle nur 300 und der andere Kollege, der mit drin wohnt, da ist auch nochmal 300. Das ist ungünstig. Das sind 4 Zimmer. Vorne so groß ist hier. Dann haben wir eine große Küche, auch so groß. Ich meine, es war so groß. Ein Stück dran, also im ersten Zimmer hier, Chris hat drin. Heidi! Und hier. Schöner Häuser, aber 50% oder weniger. Ein Polten. Das ist über 100 Jahre alt, das Haus, ja. Poldi und mein Music Maniac Shirt, als ein Mannsee, weil das ist so prächtig, so reißlich geworden. Und ganz oben drüber ist das schöne hässliche Endfeld, es guckt immer so traurig. Und dann ist klar, der war schon hier so ein verkleidetes Rentier, so ein Hund oder Bär als Rentier verkleidet. Das ist Hans im Glück. Haben die sich beschossen hier, wie die Mafia, und wir haben ihn erschossen? Hansi. Das war nicht so richtig. Hans-Jörg, mein Nachbar, mein großer Bruder. Ja. Das ist auch in Ordnung, du willst das noch nicht wahrhaben. Ja, so. Das ist die erste Variante. Es geht weiter. Die Fackel des Friedens. Von Festlegung von. Naja, der will nicht mein Bruder sein. Doch. Der will nicht mein Bruder sein. Ist der bescheuert, ey, ja? Ich kann ja auch. Er hat die Möglichkeit, mein Bruder zu sein, aber er will nicht. Er will lieber eine kleine ekelhafte Rotzgöre sein. Eine kleine Hexe, ein kleiner Satansbraten. Das bist du, du Diktator, du.
Na? Haut ab! Da wird wieder schön. Da wird schön mit Hans. Hans Jörg. Alles muss wieder runter. Oh, auf jeden Fall. Alles muss wieder runter. Padawan hält alles fest. Genau. Oh, ist umgefallen, weil er unvorsichtig war. Hier, der A. Bum. Yoga am Arbeitsplatz. Künstlerbude, wir sind im Atelier, wir sind so Hund. Jo, ich war heute mit Hans zusammen in der Hafenstraße 7 in der Freiluft. In der Freiluft-Atelier. Ja, ist da noch eine DLK-Wiederschaft. Aber hast du gewusst, dass Bin Laden eine Cousine in der Tschechei hat, ja? Ja, Olga auf Laden. Ach, der hat einen Bruder, wa? Da steht denn im Internet in jedem Handy, da drin, da findest du. Ja, steht drin immer bei mir auch im Handy, Akku. Da ist Akku, der Bruder, ja. Das ist was von Christian, Akku, also der Wechsel. Was, die hast du jetzt eins? Und eine Tante Emma hat er auch. Ja. Von Bin Laden, der Bruder ist Akku. Und Tante Emma hat er auch. Hm, Emma Laden. Nee, Akku, da steht in jedem Handy, drin, Akku Laden steht drauf. Akku Laden, ja. Ne? Ja, auch ganz viele Brüder. Die Schnurriemen. Die Aufmerksamkeit muss bei den Schuhriemen beginnen. Aber Gerd, habe ich schon beobachtet, ist sehr gewissenhaft und sehr sorgsam, wenn er sich anzieht. Ja, ja, der nimmt sich, von meiner kleinen Schwester gelernt. Der nimmt sich Zeit. Wie schwer könnte eine Schwiegermutter sein? So, sieht ihr halt, ich war Schwiegermutter. Wie schwer soll die sein? 2,5 Kilo mit ohne. Oh! Der mies, der wieder lacht. Das ist ein Heimweh, hä? Du bist noch Schwiegermutter. Durst ist schon mal ein Heimweh. Das ist so. Warum? Keiner sieht, wenn du Durst hast, aber alle sehen, wenn du besoffen bist. Ja. Aber es macht Spaß, aber er kann schon den ganzen Tag Spaß vertragen. Ja. Richtig, ja. Und am gleichen Tag mit dem spaßvollsten Gerd gehabt. Oh. Richtig. Das haben wir drüber arbeiten, macht frei, ja? Das haben sie doch geklaut, das haben sie nicht teilweise gefunden, weil es Kunst war. Aber gut. Ich habe zwei Bohnen geklaut, ja? Das sind ja die Schuhe genau geklaut. In der Küche liegt das Halsband. Vom Müll. Vom Müll. Aus. Plus, weg. Ja. Nimm doch Platz mit einfach. Da kann man das andere behalten. So, warte mal, ich weiß nicht, was ich mir denke. Was ist denn? Hat er das Ding schon gesagt, wegen Dienstag, ja? Guckst du das mit dann am Dienstag? Was? Na hier? Das hier. Dienstag. Hier ist unser Plenum. In der Hafenstraße 7. Hafenstraße 7. Da müssen wir alle hin. Das Haus, was so besetzt ist, so. Vielleicht haben sie da Platz für dich. Richtiges Zimmer. Freiraum. Freiluftatelier. Oh, das ist groß, das hier, wir waren ein paar Stunden da. Das ist wunderschön. Da kannst du Schneckenhäuser sammeln, ganz viele Schneckenhäuser. Du bist direkt an der Saale. Du kannst dort mitmachen. Ja. Ja. Ein Feuerzeug ist das. Fernpower. Da kann ich Schubkarre lenken. Gerd ist unser Schatzmeister. Der Schatzi. Ja. Gerd ist der Schatzmeister. Ja, du bist der Schatzmeister, stimmt? Mein Schatzmeister. Ja, Gerd ist mein Schatzmeister. Und mein wandelndes, lebendiges, männliches. Alarmalara. Alarmalara. Habe ich dir meinen Hund immer gesagt, der wandelnde Alarmalara. Oh, das ist aber ein schöner Hund mit den vier Flecken drauf. Ich sage, das ist kein Hund, das ist ein Nasenbär. Guckt nie mich an, ich sage, ja, das ist der Letzte, der frei rumläuft. Du bist mein Pell, du bist mein Oppel vom Doppel. Nein, Müsse ist das Zeiger. Mit Gerd bin ich nämlich ein Doppelmoppel. Doppel-Oppel. Zwei Moppel-Doppel. Die zwei Moppel dort, die verführen dich zum Doppelmord. Alles ist verfänglich, doch Ehe, das bringt Lebenslänge. Ehe, das bringt Lebenslänge. Sag mal, ich sag, haben wir geheiratet, wissen wir die gerne gucken zusammen.
Drum, Hans-Jörg, sei schlau, nimm dir nie die Katrin zur Frau. Ja. Da kann ich mich jetzt nicht mehr äußern. Ich möchte nichts Falsches sagen. Meine Schwester und ich liebe sie. Ich liebe mich. Rup, rup. Ciao. Ja, davor in der Küche, so wie gesagt, vor dem Mülleimer. Die Leine. Die Leine? Die Leine auch. Bastel dir eine, such dir einen Strick. Nimm eine Stromschnur. Ja. Mir und mich verwechseln nicht, das kommt bei mich nicht vor. Hast du die gestrickt für mich? Nein, dann bin ich mit mir. Kennst du das? Nein, ich noch nicht. Kennst du das nicht? Ich habe keine Hand frei. Mir und mich verwechseln nicht, das kommt bei mich nicht vor. Hast du die gestrickt? Aber du darfst nochmal ziehen. Danke. Jetzt kann ich dir auch. Dankeschön. Ciao. Ciao. Jetzt schaust du mir noch in die Augen, während wir unsere Händchen halten. Genau, cool. Was willst du? Die Asche wegmachen? Ja, lass mal. Schöne große Uhr. Da kann man die Uhrzeit sehen, die ist schön groß. Welche 21 Jump Street. Schicke Jacke heißt sie. Sportlich und schnittig. Ja, da oben ist es schon große Uhr. Passt farblich zusammen, ja. Danke. Wisst ihr was, ja? Ebenso. Ebenso. Gelb, das haben wir uns gebraucht. Ich brauche nur meine eigene. Gelb kann man reinfuhren. Oh, da wo ich bin, ist auch immer eine Fackel des Friedens. Achso, das Gelb kenne ich auch im Spruch, ja. Ja? Ciao. Kommt ihr noch besoffen nach Hause und sitzt schön am Frühstückstisch und die Mutti, die macht und dann ist ja, tschüssi. Ahoi. Schatzi, hat eine Zitrone schwarze Kuckaugen. Du spinnst so. Schatzi, hat unsere Zitrone vielleicht einen Schnabel? Du hast so Klaps. Und hat eine Zitrone kleine, zierliche Beinchen. Ey, jetzt weiß ich gleich in die Klappe ein. Oh, tut mir leid, habe ich aus dem Bett in den gedrückt. Peppi ist auch das Peppi. Der Standard. Oh, Peppi. Wellensittichname, Peppi. Peppi oder Hansi? Habe ich aus dem Peppi in den gedrückt. Hansi, Na? Ich muss auch langsam mal rüber, ich muss nämlich mal auf den Lochus. Ja. Ja, aber ich kenne Eileen, da singt ja an die Höfe. Ja. Ich hab kein Fett zum Klo, oder? Nee. Weiß ich nicht. Na, geh mal zum Scheißen nach Hause, so krieg ich mir ein. Ach, bis dahin hab ich los, nicht mehr. Hä? Was gehört? Aber ich ja Schritte machen, wie so lang kommen wir. Wir können uns aber trotzdem mal kurz hin. Vielleicht gehst du rüber und kommst dann nochmal, dann schauen wir uns die Filme an. Muss ich auch anstecken, an den Land? Na, aber das können wir auch hier machen. Ja, das ist kein Problem. Aber wenn ich mal klingel, ist auch scheiße, oder? Ich zieh mir den Film rüber. Ja. Na, mach mal. Mach mal. Wie so eine Zitrone sehe ich aus hier. Wenn ich jetzt noch da stehen würde, dann können Sie denken, ich bin ein Leuchtbohr hier. Kennst du nicht, ja? Leuchtbohr. Ist irgendwo Vater, da schickt seine junge Tochter 16 Jahre zur Disco. Ich sag nur Hopfen und Malz. Und nun, hast du den gefunden zum Tanzen? Ja. Und wie sieht er aus? Schmuck, schwarze Haare, Schnurrbart und? Was ist denn vom Beruf? Naja, der hat zwei Berufe, wieso zwei Berufe? Na, entweder Schäfer oder Ofensetzer. Wie kommst du denn da drauf, Mäuschen? Fatti, hör ich mal zu, das hast du mir gesagt. Heute bleibst du ungeschoren, aber das nächste Mal wirst du hier gekachelt. Kennst du dich nicht? Nee. Heute bleibst du hier schon. Aber du kannst mir immer wieder neue Witze erzählen. Ja, ich weiß so viele. Ne? Herr Förster, können Sie mir nicht helfen? Ich habe mich mit meiner Frau gestritten. Ich habe da auch nicht mit Flugkontrolle mal gewickelt. Ach, du meinst doch nicht den fetten Elchchen, den da liegt. Tschüss, mach's gut. Mal kommt er wieder. Wir sind noch nicht dabei. Den Gast nicht gefragt, du hast mich nie gesehen. Du hast was? Ich wollte heute schon auf den Job gemacht, da willst du deiner Mutter mit auf, willst du noch mitfahren? Musst du nicht, du wolltest dich später schlafen nehmen. Ich lege mich jetzt auf, glaube ich, bin K.O. Ja, dann? Bin ich halt tschüss, ja. Ah. Ja, tschüss. Oder ich lass mich verwöhnen. Ach, das hat ja nur eine Dusche, der hat ja keine Wanne, wa? Der hat eine Wanne. Oh, schwer rein, sich den Rücken waschen lassen. Oh. So. Nee, ich habe mir gesagt, ich wollte mich doch waschen heute. Ja, ich wasche auch den Rücken, freilich. Nee, machst du nicht. Ich warte mich. Nee. Ich bin unschuldig glücklich. Ich brauche nur Wasser. Oh.
das Wasser, da wasche ich mich mit Wasser. Wie der Russen früher. Oh, das ist schön. Und das restliche Wasser brauche ich für meine Klamotten. Das neue Technik. Wasser, Wasser aus Wand. Heute am Sonntag. Wasser aus Wand. Der Russen, Wasser aus Wand. Oh, ihr habt Technik, Wasser aus Wand. Ich kenne nur die Pumpe, jo. Na, Technik. Die liegt ein Russen tot in den Traktor, ist eine Ehrenkernreaktor. Jetzt wird noch hier von Tschernobyl, den haben sie ja verhaftet gleich danach, ja, weißt du. Ja, der hat seine Gruppen aus dem Vorhirten als Schnapptaschenlampen verkauft. Warum können die Kinder von Tschernobyl nicht mehr so lachen wie früher? Die strahlen nur noch so. Feuer eigentlich gar kein. War gar kein Unglück, nee, Tschernobyl. Das haben sie jetzt festgestellt. War nicht? Nee, großes Selbstrennchen. Volksfreundchen. Volksfreundchen, jetzt hat es dann. Ja. Ach ja. Gar nicht mal so verkehrt. Die Russen bauten einen Traktor. Und zum Überfluss dann lassen sie ihn noch Pierre aus. Ich mach jetzt auch.